Erster Punkt. Starfield ist ein Spiel, das die Neugier und den Entdeckergeist der Spieler herausfordert und belohnt, ähnlich wie bei Skyrim. Und das bedeutet wiederum, dass Starfield viele versteckte Geheimnisse, Rätsel und Überraschungen hat, die die Spieler durch die Entdeckung der Welt und die Interaktion mit ihren Bewohnern aufdecken können. Die große Schlagzeile ist ja hier allgemein bekannt, über 1000 Planeten soll es in Starfield geben und ja, inzwischen wurde bestätigt, dass wir diese komplett frei erkunden können. Ganze Planeten. Damit ist Starfield eines der größten Spiele vom Bethesda jemals. Und seien wir mal ganz ehrlich, in Skyrim hat vor allen Dingen das Erkunden Spaß gemacht. Nun haben wir die Möglichkeit, ganze Planeten zu erkunden. Aber nicht nur das, es gibt auch noch ein ganzes Universum zu bestaunen. Es wird Angriffe von Piraten geben, wir können selber ihre Schiffe boarden und einnehmen und in unsere Flotte hinzufügen. Ja, das Game erlaubt es uns sogar komplett, unser eigenes Schiff zu erstellen. Starfield setzt auf bestehende Systeme aus Skyrim und Fallout 4 und hebt diese auf eine gänzlich neue Stufe. Punkt 2 ist die Atmosphäre. Skyrim ist deswegen so einzigartig aufgrund seiner Atmosphäre und Immersion. Man spielt nicht Skyrim, sondern man ist in Skyrim. Genau den gleichen Anspruch hat Bethesda auch bei Starfield. Nein, es soll nicht irgendein Bethesda oder Science-Fiction-Game sein, es soll Starfield sein. Besonders eindrucksvoll hat man das beim Live-Action-Trailer gesehen. Hier kommt eine ganz eigene Atmosphäre, ein komplett eigenes Franchise hoch. Starfield ist nicht wie Star Wars, The Elder Scrolls oder Fallout, es ist halt nun einmal Starfield. Und genau dieses gleiche Gefühl hat ja seinerseits Skyrim ebenfalls heraufbeschworen. Bis heute gibt es kein Fantasy-Spiel, das an Skyrim herankommt. Das ist der Grund, warum alle paar Jahre die Leute erneut das Game spielen. Und das gleiche will man mit Starfield machen. Wer also dieses Gefühl von Einzigartigkeit und Nostalgie bei Skyrim geliebt hat, der wird Starfield umso mehr mögen. Damit kommen wir zum dritten Punkt, der Hardware. Starfield ist die optimale Gelegenheit, um endlich mal seinen PC ordentlich abzugraden. Wir haben es hier mit einem richtigen Next-Gen-Titel zu tun. Nicht nur auf der grafischen Seite, sondern auch von dem, was die Simulation uns bieten soll. Ein großer Spaß bei Skyrim ist definitiv das Modden und natürlich auch das Anpassen der Hardware. Da Starfield für AMD optimiert ist, holt ihr mit dieser Hardware natürlich auch das meiste aus dem Spiel heraus. Passend dazu hat AMD eine richtig geile Bundle-Aktion gestartet. Ihr könnt also eure Hardware aufrüsten und bekommt dafür auch noch Starfield geschenkt. Auf der Webseite von AMD findet ihr dazu mehr Informationen. Und AMD ist schon lange mein Favorit, wenn es um das Preis-Leistungs-Verhältnis geht. Achtet hier genau auf die Specs. Bereits mit preiswerter AMD-Hardware könnt ihr sehr viel aus Starfield herausholen. Spielt ihr wie ich in WQHD, dann könntet ihr mit einem Prozessor der Reihe 7-7700 ordentlich euren PC aufrüsten. Oder ihr seid in 4K unterwegs, dann setzt auf das wahre Biest, den AMD Ryzen 7-7800X3D. Das ist auch mein favorisierter Prozessor, weil er auch sich extrem gut für das kreative Arbeiten eignet, wie zum Beispiel dem Schnitt von Videos. Die Radeon RX 7900 XT Grafikkarte von AMD bietet genügend Leistung für 4K-Gaming. Betrachtet man die reine Rasterleistung dieser Grafikkarte, die für die meisten Spiele von Relevanz ist, dann hat diese Karte das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Unten auf der Webseite steht, welche Produkte teilnehmen und ihr könnt hier auch relativ leicht einen Händler finden. Und nun kommt der wirklich spannende Part. Ich bin immer wieder überrascht, wie preiswert und hochwertig die AMD-Produkte sind. Checkt jetzt unten den Link in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar unbedingt aus, wenn ihr euren PC für Starfield ordentlich upgraden wollt. Der vierte Punkt, Charakterentwicklung. Wie Skyrim werden wir auch in Starfield die Möglichkeit haben, unseren eigenen Charakter zu erstellen. Doch diesmal soll der Charaktereditor der komplexeste sein, den Bethesda jemals erstellt hat. Wir können das Aussehen unseres Charakters wie in Skyrim vollständig anpassen und sogar den Laufstil frei wählen. Die wahre Herzensangelegenheit für jeden Fan eines Rollenspiels ist es natürlich, seinen eigenen Charakter einen Background zu geben. Was man sich in Skyrim noch selbst erdenken musste und keinerlei Auswirkungen hatte auf das Spiel, ist in Starfield ein fester Bestandteil des Games. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, sogenannte Traits auszuwählen. Insgesamt 3 Stück könnt ihr von diesen auswählen und nach Belieben miteinander kombinieren. Bei einem Trait habt ihr beispielsweise wirklich Eltern, die ihr besuchen gehen könnt. Spannender Fact am Rande, das Aussehen eurer Eltern wird darüber bestimmt, wie ihr euer Aussehen im Charaktereditor auswählt. Ich kann hier jetzt nicht auf alle Traits eingehen, aber ihr merkt schon, das Ganze ist unfassbar komplex.
Wir haben hier die Freiheit eines Skyrims, wo obendrauf noch was zusätzlich dazukommt. Und Mann, liebe ich das. Der fünfte Punkt ist eine spannende Story. Zugegeben, die Story in Skyrim ist nach all den ganzen Jahren ziemlich angestaubt, war aber damals ziemlich genial. Was nicht zuletzt auch daran lag, dass man viele Entscheidungen treffen konnte, die sich auf das Spiel direkt ausgewirkt haben. In der Hauptstory von Starfield sollen wir Constellation beitreten. Eine Gruppe von Weltraumforschern, die sich auf die Suche nach mysteriösen Artefakten gemacht hat. Und wir sollen natürlich bei dieser Suche helfen. Klingt erstmal alles ziemlich einfach, aber meistens sind es genau diese leichten Geschichten, aus denen sich eine recht gute entspinnt. Niemand anderes als Will Chen war der Lead Quest Designer. Und nicht nur, dass dieser Mann ein sehr gutes Gespür für T-Shirts hat, wie ich finde, nein, er kann auch richtig gute Stories schreiben. Für Fallout 4 hat er unter anderem die Quest für das Add-on Far Harbor geschrieben. Und Fallout-Fans und Bethesda-Fans sind sich hier einig, das ist mit die beste Erweiterung, die Bethesda jemals herausgebracht hat. Also von der Story her. Wenn das nicht mal ein starkes Argument ist, warum man auf jeden Fall Starfield spielen sollte. Punkt 6. Die Spielwelt. Starfield wird wie Skyrim ein Spiel sein, was eine sehr lebendige Spielwelt besitzt, wo man mit jedem NPC interagieren kann und wo man viel entdecken kann, ähnlich wie in Skyrim. Über 150.000 Dialogzeilen hat man für dieses Game aufgenommen. Skyrim hatte seinerseits 60.000 Dialogzeilen und Fallout 4 111.000. Wir werden also viel mit den NPCs sprechen können. Anders als Skyrim sind wir hier nicht nur bloß zu Fuß unterwegs, sondern wir können auch unser Jetpack nutzen, um von einem Ort zum anderen zu gelangen. Bei 1000 Planeten braucht man auch eine etwas schnellere Fortbewegungsmethode, deswegen bietet sich das Jetpack hier natürlich richtig gut an. Der achte Punkt ist die Kompatibilität. Ähnlich wie bei Skyrim werden wir das Game dank dem Game Pass auf vielen Plattformen spielen können. Logischerweise sind dabei die Xbox-Konsolen und halt auch der Windows-PC. Aber an dieser Stelle hört das Ganze nicht auf. Ihr könntet tatsächlich Starfield auch auf eurem Handy spielen oder auf eurem Fernseher ganz ohne Konsole oder Windows-PC. Möglich wird das dank dem Game Pass, der es euch auch erlaubt, Spiele zu streamen. Die neuen Samsung-Fernseher bieten genau eben das und ihr braucht nur noch einen Controller und schon könnt ihr auf einem einfachen Fernseher ohne irgendeine Konsole das Game zocken. Damit kommen wir zum 9. Punkt, und zwar der Originalität. Skyrim ist auf den ersten Blick ein klassisches Fantasy-Rollenspiel, auf den zweiten Blick stellt man fest, wie komplex die Lore ist. Die Spielwelt atmet nur so von Leben und es gibt zu jedem Stück Land und zu jedem NPC einen spannenden Hintergrund. Zu der Lore von Starfield wissen wir bereits einiges. Wir haben Concept Art und auch die ersten Hintergründe zu den Städten erfahren, aber halt auch zu der Historie der Menschheit und wie sie sich weiterentwickelt hat, nachdem sie die Erde verlassen hat. Mit dem vorhin erwähnten Live-Action-Trailer ist nochmal richtig gut die Stimmung von Starfield rübergekommen. Eine große Sorge war lange Zeit, dass das Ganze nur ein 0815 Abklatsch von bekannten Science-Fiction-Settings ist, aber dem ist nicht so. Starfield ist wirklich ein eigenständiges Universum. Eine Art Zukunft unseres jetzigen Universums. Es setzt dabei eher auf realistische Töne. Stichwort NASA-Punk. Und genau dieser Stil gefällt mir zumindest richtig gut. Damit kommen wir zum 10. und letzten Punkt. Und das ist der hohe Spaßfaktor. Skyrim ist so beliebt, dass es auch nach über 10 Jahren immer noch gespielt wird. Die zahlreichen Waffen, Fertigkeiten und verschiedenen Enden von Quests tragen dazu auf jeden Fall bei, genauso wie die Mods. Starfield wird Mod-Support besitzen, sowohl für den PC als auch für die Konsolen. Das bedeutet, dass Starfield den Spielern ein unterhaltsames und fesselndes Erlebnis bietet, das sie stundenlang beschäftigt und ihnen viele Momente der Freude, Spannung, Humor und mehr bieten wird. Durch die bereits erwähnten Traits und unterschiedlichen Möglichkeiten, seinen Charakter zu erstellen, aber auch im Verlauf des Spiels zu entwickeln, gibt es einen hohen Mehrspielfaktor. Man kann dieses Spiel nicht nur einmal spielen, sondern richtig häufig wie Skyrim. Und anders als bei Skyrim wird es auch nicht irgendwann langweilig, weil man die ganze Spielwelt kennt, denn das ist etwas schwierig bei 1000 Planeten, die man vollständig erkunden kann. Wenn du jetzt richtig im Starfield-Hype bist, dann check auf jeden Fall meinen neuen Zwei-Channel Star Memos aus. Hier in diesem Video stelle ich mir die Frage, ob der Hype zu Starfield gerechtfertigt ist. Klick dich gerne mal rein und check gerne von AMD die Seite aus.